Das ist Marie. Und Marie hat einen riesengroßen Traum. Sie will nach Amerika. Für ein ganzes Jahr. Im Sommer kommt die 16-jährige Mönchengladbacherin in die 11. Stufe. Dieses 11. Schuljahr will Marie unbedingt in den USA verbringen. Ihr Plan ist es, dort ein Jahr lang eine Highschool zu besuchen und in einer Gastfamilie zu leben, als Austauschschülerin. Das war schon immer ein großer Traum von mir, da mal hinzufahren. Und das ist auch eine Chance, mal das wahre Amerika kennenzulernen. Nicht das, was man im Urlaub kennenlernen würde, sondern ein ganzes Jahr. Dann lernt man das in all seinen Facetten kennen. Die guten und schlechten Seiten, wie die Menschen dort wirklich sind. Maries Mutter Marion war von dieser Idee am Anfang nicht so begeistert. Die eigene Tochter für ein ganzes Jahr in die weite Welt fliegen zu lassen, das fällt wohl jeder Mutter schwer. Trotz ihrer Sorgen hat Marion sich irgendwann entschlossen, ihre Tochter zu unterstützen. Das ist mir eigentlich schon mit der Zeit klar geworden, dass sie das unbedingt will. Und dass sie mir das wahrscheinlich auch nicht verzeihen würde, wenn ich mich da dagegen stelle. Und wenn man das so spürt, dass ein Kind das unbedingt möchte und dass das auch so wichtig ist für sie, da denke ich, das ist eine Chance, die soll sie dann auch haben. Einziges Problem, das Geld. Denn so ein Austauschjahr ist ziemlich teuer. Darum bewirbt sich Marie jetzt für ein Stipendium mit einem selbstgedrehten Video. Die Austauschorganisation IF hat gemeinsam mit dem Langenscheid Verlag zu einem Kreativwettbewerb aufgerufen. Dabei müssen die Jugendlichen ein eigenes Video einreichen. Für die Macher der drei besten Videos gibt es am Ende jeweils ein Teilstipendium von rund 3000 Euro. Für Marie war sofort klar, das versuche ich. Kurzerhand hat sich die 16-Jährige ihre Kamera geschnappt und das Video produziert. Mit dabei waren auch ihre kleine Cousine und ihr kleiner Cousin. Da habe ich mir schon am Anfang gedacht, da muss man sich was Originelles ausdenken, eben was nicht jeder hat. Und dann sind mir die beiden Kleinen eben eingefallen. Ja, sind ja zwei süße Kinder und dann kann man das Publikum vielleicht ein bisschen mit verzaubern. Denn über die Gewinner entscheidet eben nicht etwa eine Jury, sondern jeder kann seine Stimme abgeben. Insgesamt sind 13 Videos im Wettbewerb. Noch bis Montag Mitternacht kann man für seinen Lieblingsfilm voten. Und zwar über die Facebook-Seite der Austauschorganisation IF. Marie hofft sehr, dass es klappt. Auch ihre beste Freundin Alina drückt Marie ganz fest die Daumen. Seit sie klein sind, sind die beiden Mädels unzertrennlich. Alina weiß, wie wichtig das Jahr in Amerika für ihre Freundin ist. Ich glaube, weil sie einfach mal hier raus muss, dass sie was anderes sehen muss. Weil Marie sagt ja selber, sie reist gerne, obwohl sie eigentlich noch nie viel gereist ist. Aber es tut ihr einfach gut, so rauszukommen und ja, auf sich allein gestellt zu sein und Sachen alleine zu schaffen. So, dass sie sowas hat, wo sie sagen kann, ja, Amerika habe ich ganz alleine bewältigt. Wenn es wirklich klappt, wird die Reise auch ein langer Abschied werden. Denn die Austauschorganisation rät dazu, nicht zu viel Kontakt nach Hause zu halten. Skype, Facebook und Co. sollen kaum genutzt werden, damit sich die Jugendlichen richtig einleben können. Und das ist auch gut gegen Heimweh. Das wird noch mal ein größeres Stück, wird sie den Abschied nehmen von der Kindheit, denke ich.